Also ich wollte schon immer mal ein eigenes Unternehmen haben, weil ich kann mir ein Leben als Angestellter schon vorstellen, aber sein eigener Chef zu sein, ist, glaube ich, nochmal ganz anders. Und ich liebe die Freiheit, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Die Verantwortung, das ist ja eine ganz andere, als wenn du irgendwie bei einem DAX-Konzern oder so angestellt bist. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich liebe Herausforderungen. Auf die Idee bin ich im Rahmen meiner Promotion gekommen und wir bewegen uns im Maschinenbau, konkret in der Metallindustrie. Und das Problem bestand schon in der Forschung, war das schon ein großes Forschungsthema. Aber als wir dann in der Industrie reingeguckt haben, haben wir auch gesehen, oh Gott, es muss noch ganz viel am Anfang passieren, damit wir überhaupt so neue Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung da an den Mann bringen können, brauchen wir erstmal eine Grundlage und ja, so sind wir auf die Idee gekommen. Ja, ich glaube, die Herausforderung der Finanzierung des Startups, das ist, glaube ich, für viele, viele Gründer so die größte Sorge. Das ist auch bei mir oder bei uns so. Die Frage nach, okay, wie schaffen wir es? Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir da auch Investoren finden. Aber ich glaube, die ersten 3 bis 5 Jahre wird das schon nochmal der Herausforderung, sich am Markt zu etablieren, auch attraktiv für Investoren zu werden und einfach die Idee raustragen zu können. Das funktioniert tatsächlich nur, wenn man irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wir sind ja alles Researcher, Wissenschaftler, sehr technisch lastig unterwegs. Und was mir immer wieder auffällt oder was mich immer wieder überrascht, wenn man nach draußen geht, jetzt auch in der Summer School, den Input, den wir bekommen haben, die haben überhaupt gar nichts mit der Technologie zu tun, wie das Produkt funktioniert. Das interessiert eigentlich niemanden. Vielmehr wichtig das Team, wie funktioniert das Team, wie sind diese ganzen Rahmenbedingungen außenrum, wie Vertrieb, Marketing. Das sind Fragen, die immer wieder kommen und das ist, glaube ich, auch die wichtigen Fragen, die man beantworten sollte, weil auch wir als Technikteam haben uns da überhaupt nicht so viele Gedanken gemacht. Wie machen wir das denn? Ich denke mal, geiles Produkt, das wird irgendwie schon laufen, aber nein, da sollte man sich hinsetzen und ja, Gehirnschmalz rein investieren. Ja, gerade bei der Geschäftsmodellentwicklung hier in der Summer School, da gibt es wirklich richtig tolle Coaches und im Gespräch, das war eine halbe Stunde, Stunde, ich weiß es gerade nicht mehr, das ging so schnell vorbei. Ja, Vertriebskanäle, wie sind die strukturiert? Das war eine wichtige Frage. Und wie groß ist unser Markt eigentlich oder welchen Markt wollen wir adressieren, wenn wir so eine Unternehmenspersona haben? Das war, man hat das schon irgendwo im Kopf, aber wenn man das sich nochmal aufschreibt, dann ist es nochmal ganz anders. Dann macht man sich wirklich Gedanken, wie sieht das Unternehmen aus, was unser Produkt kaufen möchte, welche Unternehmen gibt es denn überhaupt? Und da dachte ich auch wieder, okay, ja stimmt, das sollte man wirklich ganz am Anfang mal, sollte man reindenken. Weil es ist so wie in Landschule. Ja, das ist wirklich cool. Man hat irgendwie so 15, 16 Leute sind wir. Eine ganze Woche wie im Landschulheim, man sitzt morgens so ein bisschen unterrichtsmäßig in diesem Plenum, kriegt die Vorträge, man diskutiert, man arbeitet an seiner Idee und das ist nochmal ein ganz anderer Space, gerade mit anderen Gründern zusammen, anderen Ideen. Man sieht, wie vielfältig das sein kann und ich fühle mich wieder so, als wären wir im Abi oder so.